So, hallo zusammen. Die letzte Tour, die ging ja durch den Jura und ich habe euch versprochen dann, dass ich euch als nächstes ein Video mache über die Panoramastraße Sörenberg. Viel Spaß, wenn ihr Fragen habt, stellt sie, könnt sie unten reinschreiben und lasst ein Däumchen da, wenn euch der Film gefällt. Tschüss! Der Start unserer heutigen Tour liegt in Burgdorf, dem Tor zum Emmental. Das Emmental kennt man vor allem durch seinen Käse und durch die beschaulichen Hügel und lieblichen Landschaften. So erreichen wir das Entlebuch, das im Kanton Luzern liegt und eine Fläche von ca. 400 Quadratkilometern hat. Die Region wird heute vor allem mit der UNESCO-Biosphäre Entlebuch in Verbindung gebracht. Bekannt ist sie jedoch auch heute noch weltweit durch den Entlebucher Sennenhund. Hier geht die Strecke für Motorradfahrer erst richtig los. Wir verlassen den Kanton Luzern wieder über den Brünigpass und erreichen das Berner Oberland. Hier befahren wir die beiden Seeufer des Brienzersees und des Thunersees.
Wir befinden uns hier am Brienzer See. Ihr hört, es ist ziemlich starker Verkehr, aber das ist unter der Woche dann nicht so und man hat überall solche Badeinseln, wo man auch rausfahren kann und ab ins Wasser. Am Wochenende, so wie heute, ihr hört das, nicht unbedingt zu empfehlen. Wir fahren vom Brienzer See zum Thuner See. Dazwischen liegt die malerische Stadt Interlaken mit dem Ausblick zur Jungfrau. Der Boden, auf dem Interlaken steht, besteht aus Geschiebe aus der letzten Eiszeit. Mit diesen Eindrücken vom Thuner See verabschiede ich mich für heute von euch. Wenn euch das Filmchen gefallen hat, lasst einen Daumen da. Für Tipps bin ich immer froh. Abonniert den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.